Oh, er ist auch Level 10, sehe ich das jetzt. So, der wird jetzt richtig kaputt gemacht hier. Wer soll uns gewinnen? Ja, ja, okay. GG. Wiggelande, Hallöchen, moin, das geht. Und X Lindey. Danke fürs Folgen. Willkommen in der Lisa Family. Oder willkommen zurück eigentlich, ne? Maxi Lindey. Was? Yo, halt's ab! Nee! Als ob! Jo! Ho! Oh mein Gott! LOL! Das war jetzt gerade so unerwartet, ne? LOL! Holy shit! Die Champ wir. Nee, ich mach nur nicht. Ja, Leute, wenn ich. Das ist meine. Ich glaube, es ist erstmal eine zweite Supermagie-Tour. Weil die allererste Supermagie-Tour, die ich durch Kämpfe erhalten habe, war ganz am Anfang, wo ich mit Clash Royale begonnen habe. Jo, als ob. Keine Ahnung, was das ist. Ja, und hier sind wir jetzt auch in Clash Royale und ihr könnt die Super Magie Tour öffnen. Plus auch ein paar andere Touren, wie ihr seht. Das sind alle Touren aus dem letzten Stream, die ich noch nicht geöffnet habe. Extra oder absichtlich so, damit wir sie jetzt heute öffnen können. Und ja, das ist übrigens auch hier die letzte Aufnahme auf YouTube mit Clash Royale, die ihr in diesem Format seht, wie hier. Denn es wird bald ein neues Overlay kommen. Da habe ich auf Twitter gefragt, ob es da Leute gibt, die gerne mir ein neues Overlay machen möchten. Und ja. Da gab es jetzt ein paar sehr, sehr gute, die wirklich sehr, sehr toll aussehen. Und ja, die kommen dann wahrscheinlich demnächst. Aber ich würde sagen, Leute, wir öffnen unsere Tour noch jetzt mal. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich bin weniger kalt momentan, aber bin ich ja immer noch. Und ja, ich würde sagen, wir öffnen zuerst mal die beiden Silbertouren hier. Die Supermagie-Tour kommt natürlich dann auch noch. Na, okay, Rakete und Eisgeist. Ich kriege momentan relativ viele Eisgeiste. Ich weiß nicht warum. Entweder Eisgeist oder Elite bewahren immer von beiden mit was. Oh, da gab es schnell Spall Level 7, ne? Okay, oder Minwerferkühne auch. Bin mal gespannt, was aus der Supermatch Girl dann wirklich ziehen werden. Ob wir eine Legendary ziehen, wäre natürlich auch geil. Übrigens auch wirklich, tut mir leid. Ihr wisst auch, das ist nicht meine Stimme, die ihr hört, aber ich möchte euch das Opening jetzt gerne machen hier heute. Damit ich eigentlich auch wieder mal selber ein bisschen weiterzocken kann oder einfach ja, damit das wieder weg ist da. So, hier können wir wählen. Eine Mini-Packer auch. Der ist Ball Level 7, ist ja so schön. Und Ritter. Okay. Wir haben jetzt fast keine Elite-Barbaren gekriegt, deshalb ich hoffe einfach mal nicht, dass hier Elite-Barbaren dann drin sind, aber naja, werden wir sehen. So, die Goldruhe öffne ich auch noch, hier kommt auch noch ein bisschen Gold raus. 7x Gold scheint, nicht schlecht. Skelette, oh, Skelette ist die Karte, von der ich auch am meisten Karten habe, ne? Okay, ich meine, klar, Skelette sind Level 6, aber ich habe die seit hier einfach nicht mehr geupgradet, habe jetzt über 1000 Karten davon. Okay, und Feuergeister und 3x Barbarenhütte. Okay, Leute. Und jetzt nochmal hier zur Supermagie Chest. Na, ihr habt gesehen, meine Reaktion vom Opening und so weiter, plus das Gameplay davor. Und ja, na, also ich bin gespannt, was hier drin ist. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich würde sagen, also ich meine, das ist ein cooles Deck, was wir haben, möchte aber eigentlich lieber nicht spielen. Das ist das Deck, was mir gefällt. Wir können, by the way, das Musket ja auch mal upgraden. Was machen wir einfach mal jetzt? Ja, was machen wir einfach heute? So, zack. Musketier damit Level 7. Habe ich lang genug angefordert jetzt. Sehr schön. Aktuell fordere ich jetzt als nächstes hier die drei Musketiere an, damit die auch Level 7 werden. Denn dann braucht man, glaube ich, dann kam mit einem Feuerball Level 7, die nicht mehr one-hitten. Das heißt, in einer Challenge zum Beispiel, kamen die drei Musketiere nur noch mit einem Sap und Feuerball dann zum Beispiel töten. Und jetzt mit Level 6 geht es halt mit einem Feuerball schon. Also, und sonst, ich weiß nicht, es gibt ja momentan auch sehr viele Veränderungen in der Meta. Also ich meine, es kommen jetzt dann demnächst die Balance Changes am 15. Und ich habe ja Giant Skeleton, wo haben wir es? Giant Skeleton hat ein wenig gebufft. Wo ist mein Giant Skeleton? Von dem habe ich ja ganz viele Karten und habe sie nie geupgradet. Na genau, hier. Ich habe Giant Skeleton Level 2 aktuell und habe 24 Karten. Das heißt, ich kann mein Giant Skeleton auf Level 4 machen, plus habe dann schon wieder 10 Karten noch. Das ist relativ krass. Das gleiche gilt für den
Ballon, der wird ja auch sehr, sehr krass gebufft und den kann ich auch immerhin auch schon Level 4 machen, was krass ist. Ja, freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Balance Changes. Und jetzt bin ich auch gespannt, was hier für eine Epische drin sein könnte. Ich denke mal, Rage könnte drin sein als Epische in der Supermagie-Truhe, aber auch, ja, es könnte noch drin sein. Ich denke mal, es wird sowas drin sein wie Tornado oder Klonzauber, denn die Karte habe ich noch nicht. Ich denke mal, etwas von beiden wird drin sein. Was könnte von Rares drin sein? Ofen vielleicht oder Magier? Magier habe ich noch relativ tief eigentlich. Magier wäre eigentlich auch ganz toll, weil der Magier wird auch ein wenig gebufft. Ich hoffe einfach mal, dass ihr wieder Rakete, Hütten oder sowas, Bombenturm, ich hoffe einfach, dass sowas nicht drin sein wird. Als Rare Card. Ich gehe aber auch davon aus, oder ich gehe stark davon aus, dass es Valkyrie sein wird. Weil Valkyrie ist, glaube ich, meine niedrigste oder meine zweitniedrigste Rare Card ungefähr. Bin ich gespannt. Ja, und auch ansonsten, was wird von uns normale Karte rauskommen? Wir werden sehen. Wir öffnen das Ding. Es ist, glaube ich, wirklich meine allererste Super Magical Chest, die ich gedroppt bekommen habe. Ich glaube nämlich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe schon mal eine bekommen. Aber das war ganz am Anfang von Clash Royale, wo ich eben irgendwie. Ja, Arena 1 oder so noch war wahrscheinlich. Aber eben, wir schauen, was ist drin. Super Magical Chest Arena 8. 3.984 geholt, das ist sehr schön. Damit haben wir das Gold schon fast wieder drin, was wir vorhin ausgegeben haben für das Muskeltier zum Upgraden. Okay, wir schalten direkt mal einen Klonzauber frei. Okay, eine Epische damit schon mal weg. Das heißt, mindestens 18 Stück sind noch drin. 12 mal Barbarenhütte, okay. 34 mal der Schweinereiter. Braucht man eigentlich gar nicht unbedingt. Okay. 400 Lakaien. Okay, die Lakaien sind jetzt Hansel Commons. Die dürfen, denke ich mal, jetzt alle gewesen sein. Wir kriegen 6-mal den Tornado und das heißt, wir kriegen keine Legendary. Schade. Ja, es fehlen uns noch 7 Epische und irgendwie um die 50 Rares, würde man sagen. Wir haben einen Magier, tatsächlich. Wie vorher gesagt, damit direkt auf Level 7. Richtig gut, richtig gut. Und jetzt müssen hier, glaube ich, eben noch, wie viel sind noch drin? Ich glaube, noch 12 epische müssen sein. Die Wächter oder die Guards. Okay. Ja, war jetzt nicht die beste Super Magical Chest. Ich würde sagen, am meisten gelohnt hat sich auf jeden Fall das Gold und der Magier. Ansonsten, ja, wie soll ich sagen, Lakaien. Waren das sie? Hier irgendwie. Ja, gut, sind jetzt fast auf Level 10, aber ich meine, ich spiele die eh fast nie und. Naja, hört's an, es ist zufriedenstellend. Ich meine, eben die Guards kann man auch relativ gut gebrauchen. Die auch jetzt damit auch direkt auf Level 4 und sogar noch ein bisschen mehr. Tornado ist eine Karte, die ich nicht wirklich spiele, halt, na, oder ja, die allgemein nicht gespielt wird. Die wird ja allerdings auch verbessert im nächsten Update, habe ich gehört. Und ja, ansonsten haben wir einen Klonzauber freigeschaltet. Und ja. Wenn man sagen, Magier Level 7 könnte gut sein. Ja, ist gar nicht schlecht. Also, damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. Da bin ich recht zufrieden, dass wir Mario gekriegt haben. Und natürlich auch ansonsten, ja, das Gold, was wird. Also, meine allererste gedroppte, oder ja, meine erste gute gedroppte Super Magical Chest war das. Hat sich gelohnt, glaube ich. Also, ich meine, dafür, dass ich sie kostenlos bekommen habe. Weil ich meine, ich habe noch nie hier eine Truhe mit Gems geöffnet. Also, es war im Prinzip eine Free-to-Play oder eine Free-Super Magical Chest. Ja, war toll. Aber gut. Schade, keine Legendary natürlich, aber trotzdem. Gute Truhe und damit euch auch sagen, Leute, danke fürs Zuschauen und macht's gut. Tschüssi!